So. Jetzt können wir mal wieder gucken, wie wir das machen. An sich lief es ja letztens ganz gut, aber irgendwie... Diese eine Mangel da hinten vom Sultan nervt halt noch gewaltig. Meuchelmörder erklimmen die Mauern, Sire. Gegen irgendjemand anderes vorgehen? Nee. Da haben wir längst noch nicht die Kraft dazu. Ich würde ja gerne den Himmel wegmachen, aber das verbietet uns ja die Regel. Ihr habt nicht eine Nachricht von Nasir. Langsam und unsichtbar wird der Tod über euch kommen. Ich könnte natürlich in diese Richtung die ganze Zeit mit Mang ballern. Am besten mit so 4-5 Stück oder so. Vielleicht mache ich das als Verteidigungstaktik. Bis wir die nötigen Ressourcen haben für mehr. Meuchelmörder erklimmen die Mauern, Sire. Ihr habt nicht genügend Gold. Fangen wir doch einfach mal auf dieser Seite damit an. Wir benötigen Steine. Wenn jetzt nicht gerade wieder der Herr in Orange bei uns vorbeigucken will. Wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Ich muss mal. Habe ich irgendwo eine Uhr? Ich habe keine Uhr hier. Moment. Okay, ja, wir sind jetzt schon langsam wieder eine gewaltige Zeit dran. Also in dieser Aufnahme schaffen wir es auf jeden Fall nicht. Ich wage es mittlerweile sogar zu bezweifeln, ob wir es in der nächsten Aufnahme noch schaffen. Eine Nachricht von Nasir. Das wird im schlimmsten Fall wieder so ein Ding wie letztens von... Lord Wulzek. Und ich dachte, das wäre die letzte... Erste Weltkrieg-Materialschlacht-Challenge. Es ist echt so wie im Ersten Weltkrieg. Da verharren sich die Positionen und irgendwie geht nichts voran. Die ganze Zeit. Und ich dachte, mit den Zeiten der Lutwul-Section-Invasion hat dies aufgehört, aber nein. Ihr strapaziert meine Geduld. Ich werde euch zermalmen. Ja, mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn platt, den Kackbaum. Nee, da ist immer noch viel zu viel übrig. Das ist immer noch viel zu viel Baum für mich. Das ist zwei. Euer Gnaden. Und ihr kommt hier rüber. Und ich hoffe, das haut hin. Na, besetzen bitte. Und hier nochmal besetzen. Kommt, wo ist der zweite Baumeister? So, ihr schießt in diese Richtung. Zweiter Baumeister, Alter. Belagerungsgeräte bemannt. Das kann ja ein echter Spaß werden. Wir haben nicht genügend Gold. Gut, aber an sich einfach noch mehr Türme zu haben, wenn es nur mit Ballisten ist, die noch schießen, ist eigentlich auch gar keine schlechte Idee. Ziel im Visier. Eine Nachricht vom Kalif. In diese Richtung etwa. Zack und zack. Wenn wir dann schon Baumeister im Voraus erwischen, ist das eigentlich ideal. Mal gucken, vielleicht. Ja, fast. Nah dran, aber wir kriegen wenigstens die Belagerungsgeräte, wenn es gut geht. Dann lassen wir einfach wohl hier oben nochmal zwei Ballisten mehr. Könnte gar nicht mal so schaden. Und zack, hat's wieder irgendwas zersägt. Da oben. Wir benötigen Steine. Dann mehr Steine, mehr Türme. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Lösung. Meine Männer sind schneller als der Wind und leiser als die Schlange. Leiser als Herzog Buriga. So, machen wir doch noch ein paar Ballisten mehr. Belagerungsgeräte bemannt. Uff, irgendwie habe ich mit dem Mang gerade kein Glück. Wir geben unser Bestes. So, gutes Feuer könnte mich jetzt ziemlich retten hier. Ja, gutes. Ich würde gerade sagen, hey, was machen meine Meuchelmörder da draußen? Aber ja, ich hab's schon gemerkt.
Auf irgendeine Weise bin ich ja in mich hinein ein bisschen enttäuscht, dass die Challenge von Goldkoloss knapp verloren hat. Weil die hat mir so vom ersten Anhören auch schon besser gefallen, so im Sinn von Krieg ohne Regeln. Endlich darf ich da alles einsetzen. Aber jetzt spielen wir hier die arabische Nacht. Die arabische Nächte, die arabische Nacht. Arabische Nächte, so hieß es. Ihr dürft ruhig die Meuchlinge da wegmachen. Danke. Das hat jetzt die Balliste gemacht, oder? Ein erträglicher Verlust. Oh Mann. Euer Gnaden. Immer dieses Baumeisterproblem. Belagerungsgeräte bemannt. Bereit, my lord. Alter. Ich komme nicht voran. Ich baue was auf, geht was kaputt. Ich baue was auf, geht was kaputt. Ich baue was auf, geht was kaputt. Und das können wir jetzt in Dauerschleife so weiterlaufen lassen. Bier, das machen wir jetzt großartig. Ja, stimmt. Das Bier ist auch schwer. Aber gut, Bier können wir im Notfall einfach kaufen. Was soll's. So, jetzt brauchen wir hier wieder ganz viele Bogenschützen. Ein erträglicher Verlust. Oh Gott, bald kommt hier wieder der wunderbare berittene Bogenschützenangriff. Belagerungsgeräte bemannt. Eine Nachricht von Vasir. Hört, wie die Wüste ruft. Sie singt von eurer Zerstörung. Okay, wunderbar. Nicht wundern, wenn ich hier einfach ein bisschen ruhiger bin allgemein. Ich versuche jetzt echt mal ein bisschen konzentriert hier dran zu bleiben, aber ich habe so irgendwie das Gefühl, es ist etwas so, als würde man versuchen, in der Wüste Staub zu saugen, so als Vergleichsbild. Aber hey, das lief schon mal ganz gut, was die Ballisten angeht. Muss man ja mal fairerweise sagen. Und vielleicht machen wir die gleiche Aktion wie letztens nochmal, aber erst... Ja, oder wir sparen halt wirklich einfach darauf, den mit Schwertkämpfer zu stürmen. Andererseits, ja, da hat er hier seine blühenden Feuerwerfer. Der sechstgrößte Herrscher. Noch hin von wegen Bogenschützen. Eine Nachricht vom Kalifen. Dann machen wir noch einen Turm. Dann machen wir jetzt einfach die drei Folge rein defensiv, noch westlich. Solange wie wir zu spielen. Jetzt ist er hier wieder besetzt. Ich habe neulich in Frankreich angerufen, war mal wieder besetzt. Hier hoch bitte und schleudern, schleudern, was das Zeug hält. Och, Schwertkämpfer, musst du unbedingt die Leute blockieren. Deiner puren Anwesenheit. So. Aufbauen. Hier, kommt damit hoch. Ich glaube, die Mangen bringen uns ziemlich wenig hier. Ich habe einfach kein Mangenglück. Die KI hat ein unglaubliches Mangenglück, aber bei mir... Glück war noch nie so mein Ding, mein Business. Belagerungsgeräte bemannt. Ihr habt nicht genügend Güter. Noch eine Balliste. Noch mehr Baumeister. Noch mehr Bogenschützen. Einfach mehr. Und noch eine kaputte Balliste, sobald ich eine gebaut habe. Und noch eine kaputte Balliste. Das hört einfach nicht auf. Egal, was ich tue. Euer Gnaden.
Und nochmal hochschicken. Belagerungsgeräte bemannt. Ich glaube, im Fall wird es so drauf hinauslaufen. Genau, die haben jetzt. Der Kalif geht jetzt auch langsam leer. Genau wie der Emir. Es wird darauf hinauslaufen, dass es jetzt einfach noch ein ewig langer Verteidigungskrieg wird, bis die alle keine Kohle mehr haben, um uns groß anzugreifen. Und dann können wir langsam in die Offensive gehen. Dementsprechend ist die Challenge drauf aus, uns mehrere Aufnahmen lang zu beschäftigen. Verflucht! Das ist etwa wie so ein Vertrag mit dem Teufel, in dem man erst im Nachhinein erfährt, dass man da gerade seine Seele verkauft hat. Na gut, im Normalfall sagt dann der Teufel schon vorher, dass er die Seele haben will, aber die wenigsten denken sich, ach, meine Seele, die habe ich eh noch nie benutzt in meinem Leben. Belagerungsgeräte bemannt. Aber jetzt läuft's langsam. Wir setzen wir hier noch ein bisschen ordentlich. Kommt hier noch mit hoch. Irgendwer hat doch gerade hier schon mit geballert, oder? Eine Nachricht von Nasir. Ihr könnt euch nirgendwo verbergen. Ihr habt keine Zuflucht. Ja doch, habe ich schon, aber die ist ziemlich eingekreist, muss ich sagen. Da ging's schon mal besser. Eine auch so tolle Zuflucht. Zack, 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 zack. Ich bin echt kurz davor zu sagen, wir bombardieren den einfach in die Hölle. Ich bin Sultan. Meuchelmörder erklimmen die Mauern, Sire. Weil das mit den Türmen war zwar eine ganz nette Idee, aber im Endeffekt hat es ja doch nicht funktioniert. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Jetzt ist das Tor aus weg. Eine Nachricht von Emir. Meine Dattelfelder vertrocknen. Meine Kanäle werden immer dürrer. Und ihr? Nun, zumindest kann ich etwas gegen euch unternehmen. So. Mal, rüber. Und rauf. Ja, kein Sklave. Das ist der Quotensklave, da muss immer mitgebaut werden. So, machen wir sogar zwei. Aber dann geht es am Ende jetzt einfach darauf, dass wir ewig viele Mangen bauen. Ihr seid der Quotenmangen. Wenn wir mal dazu kommen, weil unsere Ballisten die ganze Zeit kaputt gehen. Wie gesagt, ein paar Vorbereitungen machen wir noch, aber sehr lange geht die Aufnahme jetzt nicht mehr. Komm, ruf da. Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Na, wunderbar. 2, 3, 3. Meuchelmörder erklimmen die Mauern, Sire. Mal wieder, Mensch. Ihr habt nicht genügend Gold. Lang leben diese Hobbysportler. Das sind in Wirklichkeit einfach nur Freeclimber, die ein bisschen ihr Hobby ausleben wollen. Und dann merken sie, dass sie beschossen werden und verteidigen sie sich bloß selbst mit ihren Messern, die sie so auch, die zu ihrer Freeclimber-Ausrüstung gehört. Hat doch jeder heutzutage dabei, der klettern geht. Nicht genügend Güter. Ordentliches Messer. Eine Nachricht von Wasir. Ich werde euch niederstrecken. So. Belagerungsgeräte bemannt. Mehr Geld bitte. Braucht wieder neue Bogenschützen. Eine Nachricht vom Kalifen. Bereitet euch zum Sterben. Suche Bogenschützen jeder Art. So damals wie diese Schilder mit den. Suche Arbeit jeder Art. Suche Bogenschützen jeder Art. Zahle gut. Mangel bereit, Sire. Ziel im Visier. Wirklich auf Verlust. Mangel bereit, Sire. Ziel im Visier. Nein, nein, nein.
Ziel nein, na gut, dann eben doch da. Mangel Bereichenzeiger. Ziel im Visier. So, bei Zeiten kommt dann sogar noch eine vierte Mangel hin. Oh Gott, wir brauchen neue Bogenschützen. Hm. Ich glaube, ich muss meine... als ich damals die Voraussetzungen genannt habe, so von der Challenge, dass sie schaffbar sein muss, dass derjenige sich selbst gespielt haben muss, um zu sagen, dass sie funktioniert. Sagen wir es mal so, ich würde das gerne nochmal eins ergänzen. Ihr müsst die Challenge gespielt haben, um zu schauen, dass sie funktioniert. Und diese Challenge muss in einer annehmbaren Zeit schaffbar sein, in dem Falle. Also nicht im Sinne von, ja, ich habe es im Übrigen durchgespielt. Gut, ich musste den PC zwar 3 Tage lang laufen lassen, aber ich habe es durchgespielt. Wunderbar. Ja, irgendwie wendet sich gerade wieder alles gegen uns. Toll. Toll. Wunderbar, wie er wieder alles verreckt. Komm mal her. Ein erträglicher Verlust. Ja, der wird hoffentlich vorher niedergeschleudert. Gut, ich glaube, danach haben wir aber wieder eine kleine Verschnaufspause wenigstens. Wie ein Kartenhaus. Und ich glaube, bei eben jener Verschnaufspause werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Aber ich werde jetzt noch eben schnell die Ballisten wieder aktivieren. Euer Gnaden. Und mit dem Nötigsten besetzen. Belagerungsgeräte bemannt. So, Rüstungen zum Verkaufen, um Bogenschützen zu holen. Genügend Güter zum Ohren. Die Goldvorräte so. Zu knapp, Sire. So, jetzt unsere Grundbesatzung wieder. Okay. Jetzt haben wir die Verteidigung soweit wieder gebaut. Der Sultan wird ordentlich bebombt. Oh, und ich würde sagen, genau an der Stelle machen wir das nächste Mal weiter. Wir speichern das nochmal unter diesem Punkt. Und dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns dann, ja, würde ich sagen, übernächste Woche, wenn wir mit der Challenge fortfahren. Ich hoffe, es klappt dann. Aber wenn es ganz ehrlich bei der nächsten Aufnahme immer noch nicht... Gut, wenn wir Fortschritte machen, okay. Aber wenn wir die ganze nächste Challenge-Aufnahme immer noch stagnieren, muss ich die eigentlich abbrechen, weil die Challenges sind nicht mehr so mega lang geplant. Und ich will noch anderen Leuten die Möglichkeit lassen, die Challenges zu geben. Aber gut, wie gesagt, dann danke ich soweit fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei unserem nächsten Versuch, würde ich nicht mal sagen, wir spielen ja weiter. Wenn, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn diese Challenge weitergeht. Wir speichern nochmal, ich habe ein bisschen gelabert. Gut, dann bis zur Fortsetzung. Bye-bye.